So. Und jedes schöne Symbol besagt, dass der Kahn mit uns reden will, also tun wir das jetzt mal. Poor Meyerwald. He couldn't contend with all that he knew of himself. A cruel fate. Naja, so geht's manchen Leuten, die sich nur an ihr eigenes Leben erinnern. Ja, das könnte demnächst auch mein Schicksal sein. Er war schwach, ich werde nicht auf dieselbe Art und Weise enden. Ich glaube nicht, dass das Problem im Wissen lag. Er sagte, würde ich den Grund herausfinden, könnte mir das weiterhelfen. Vielleicht ist es besser, manchen Dingen gegenüber ignorant zu bleiben. Lass uns mal da keine Gedanken drum machen und gehen. Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass das Problem beim Wissen lag. Schließlich hat er gesagt, dass wenn ich den Grund dafür rausfinde, das mir vielleicht helfen könnte. Das ist wahr. Und meiner Erfahrung nach kann man gar nicht zu viel wissen. Kana lächelt. Komm, wir werden deine Antworten finden. Und meine auch, hoffe ich. Er ist ein richtiger guter Launebär. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was die liebe Burgvogtin denn da oben jetzt dazu sagt, dass ich gerade den Burgherrn abgemurkst habe. Upsis. Aber ich hatte keine Wahl. Diesmal hatte ich wirklich keine Wahl. Ich hätte ihn am Leben gelassen. Right. No sense listening to that old bampot. Damn Virago, not now. Okay, whatever. Geht's dir gut, Schätzchen? Hallo, Frau Burgvogtin? I felt Meyerwald's passing. You slew him. Ja, schon, aber ich wollte nicht. Aber ich habe extra nachgeguckt, den Killing Blow habe ich nicht selber gemacht. Ich bin gar nicht so sehr schuld. Er ließ mir gar keine andere Wahl, ja. Der alte Narr war völlig wahnsinnig geworden. Ich habe ihm einen Gefallen getan. Sogar mehrere von ihnen. Oh, so gemein. Ja, er hat mir halt leider keine Wahl gelassen. It saddens me to hear it, but part of me is grateful to no longer have to wait and worry in darkness. This place has always known its master, long as it's had one. It has a will all its own, which has little to do with the castle and much to do with the land it's built on. It looks to you as Meyerwald's successor now, whether you care for it or not. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. But in the right hands, it could be so much more. If you had only seen it in its day, will you stay? Hey, das ist das erste Mal, dass ich irgendwo wirklich willkommen geheißen werde. Ja, ich meine, ich bin ja extra hergekommen, um ein neues Zuhause zu finden. In Gilded Vale wollten sie mich nicht haben. Ja, okay, die Burg sieht jetzt nicht so wahnsinnig geil aus, aber man kann ja ein bisschen Arbeit reinstecken, ein paar Handwerker organisieren und das Ding wieder aufmotzen. Ja, und vielleicht so eine kleine Armee Putzkräfte, wenn ich mir da hinten diese Spinnweben so angucke und das Geröll und so. Aber ja, da kann man was draus machen. Ich bleib gern. Ich motze die Burg wieder auf und dann wird das hier ein schönes Zuhause für mich. Und viel größer, als was auch immer sie mir in Gilded Vale hätten geben können. Was soll ich schon mit einer Ruine anfangen? Hey! Meyerwald sagt, dass ich zur Stadt des Trutzes gehen und dort nach der Königin suchen soll. Ja, ich wollte schon immer meine eigene Burg haben. Ist egal, ob sie ein bisschen verflucht ist. Das passt schon. Du fühlst dieselbe wärmende Strömung und eine Art Energie in der Luft. Dann gehört sie Ihnen, meine Fürstin. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich, wie gut es ist, die Burg wieder in fähigen Händen zu wissen.
Sollten Sie für Nachschub nach Defiance Bay reisen wollen, sollte ich vielleicht zuerst anmerken, dass es da eine Art Komplikation gegeben hat. Der östliche Wachturm ist vor Jahrzehnten eingestürzt und Meerwold hat es nie geschafft, ihn wieder aufzubauen. Wie schwer kann das sein? Die Straße endet hier in einer Sackgasse. Er war schon so weit, das notwendige Baumaterial zu sammeln, bevor er geistesabwesend wurde. Ich könnte dafür sorgen, dass sie repariert wird, wenn das ihr Wille ist. Als das aufhörte, der Wille des letzten Herrn zu sein, war ich nicht mehr in der Lage, etwas daran zu ändern. Denn was bin ich schon außer das Werkzeug meines Herrn? Das würde sicherlich Zeit in Anspruch nehmen, aber weitaus weniger als einen anderen Weg nach Defiance Bay zu finden. Kann ich den Wachturm reparieren? Was hat das denn zur Folge, wenn ich jetzt die Lady von Kanua bin? Was genau heißt es, dass die Burg verflucht ist? Sehr schön. Vergiss den Baum nicht, im Burghof macht er sich ganz gut, denke ich. Nein, ich will nicht meinen eigenen Galgenbaum. Ich will nur schöne Vegetation, keine verzierte. Was heißt das denn jetzt, wenn ich jetzt Lady von Cutmore bin? Nun, mit der Instandhaltung einer Burg sind viele Verantwortungen verbunden. Wie sehr Sie sich engagieren möchten, liegt natürlich ganz bei Ihnen. Ich bin unter anderem deshalb hier, um in Ihrer Abwesenheit hier für den reibungslosen Ablauf der Dinge zu sorgen. Vorausgesetzt, wir haben vorher entsprechende Befehle erhalten. Wenn Sie mich unterweisen, welche Reparaturen Sie als nächstes vornehmen wollen, werde ich die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie werden einige Zeit in Anspruch nehmen, doch Sie werden Ihnen auch zusätzliche Ressourcen verschaffen, wenn Sie abgeschlossen sind. Wenn wir einen Ort dafür hätten, könnten wir Händler anheuern, um Sie mit Vorräten oder Zutaten zu versorgen. Die Festung zu reparieren wird Ihr Prestige steigern und sowohl hilfreiche Personen als auch ungebetene Aufmerksamkeit von Banditen und Opportunisten anziehen. Wenn wir im Gegenzug die Sicherheit der Festung steigern können, müssen wir uns darum jedoch weniger Sorgen machen. Sie gibt jetzt quasi die Einführung, wie das Burgmanagement funktioniert. Was? Jede Burg hat so einen Baum. Trust me. Tatsächlich, ich war neulich das erste Mal hier in der Gegend spazieren und hab mir unsere Burg hier angeguckt. Und die hat einen sehr, sehr schönen Baum im Burghof. Aber da hängen keine Leichen dran. Zum Glück. Sie sollten aber wissen, dass diese Position mit einem Risiko verbunden ist. Ihr Name wird an Ruhm gewinnen und Sie werden Bedrohungen abwehren müssen. Und dann gibt es andere Dinge. Ach, mein Gott, Bedrohungen abwehren. Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht, das habe ich in meinem Leben vorher schon gemacht. Also, was soll's? Da werde ich schon noch mit klarkommen. Noch nicht. Ja. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Was genau meintest du jetzt so mit Risiken? Meerwolds Fluch betraf nur ihn, der Fluch eines Watchers. Seinen Nachfolgern aber erging es nur wenig besser. Sein Nachfolger? Vermutlich eher sein... wie heißt das? Die Leute, die vor ihm kamen? Weil Nachfolger wäre ja jetzt ich, er war ja der Letzte vor mir. In der Burg gibt es eine Präsenz, oder besser gesagt unter ihr. Zumindest haben alle, die zu diesem Ort gekommen sind, diese Schlussfolgerung gezogen, da die Geister, die noch immer in den Endless Paths verweilen, oft von einem Meister in der Tiefe sprechen. Jeder Versuch, hier eine Siedlung zu etablieren, ist fehlgeschlagen, seit der Zeit unserer ediranischen Kolonisten. Von den Endless Paths erheben sich Biester, bis der neue Herr oder die neue Herrin nicht mehr ist. Der in der Tiefe lebt, dieser Meister, scheint keinen Rivalen zu tolerieren. Von Zeit zu Zeit habe ich furchtlose Entdecker gesehen, die für Antworten in die Tiefe gestiegen sind und niemals wiedergekehrt sind. Das ist die Macht, die verhindert, dass aus Kanua mehr als eine nutzlose Ruine wird, von dem mich all meine Hoffnungen beraubt hat. Das ist okay, mach dir keine Sorgen, Burgvogt, denn wir kriegen das zusammen hin. Du managst hier, dass die Burg wieder schön in Stand gesetzt wird und ich prügel mich da unten zu keine Ahnung welchem Meister und hau ihm auf die Fresse, bis die Burg richtig schön ist und dann bleibt die schön. Das kriegen wir schon gewuppt. Vorgänger, ja genau, Vorgänger heißt es. Dankeschön. Die Endless Paths. Dorthin muss ich, dorthin müssen wir, wenn du mich begleitest. Welche Teufel auch dort laufen. Bedenke auch, welches Wissen wir finden werden. Vielleicht spricht dieser Meister Ediranisch? Ja, maybe.
Wer ist denn dieser Meister in der Tiefe? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dabei muss es sich um den Mann handeln, der die Endless Paths geschaffen hat. Den inquitanischen Tyrannen Odnur. Manche behaupten, dass sein Geist noch immer da ist. Oder dass er diesen Ort zumindest verflucht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel von seiner Arbeit übrig ist. Denn die Ruinen gibt es schon seit über 1000 Jahren oder noch länger. Das aber, was übrig ist, ist beeindruckend. Der Graf fand das mit Sicherheit so. Vielleicht haben sie, während sie dort unten waren, die Hand der großen Statue gesehen, die Odnur erbaut hat. Vielleicht ist sie gar eine Statue von Odnur selbst. Und was sind jetzt die Endless Paths? Die Endless Paths von Odnur, das ist der Name, der dem Labyrinth unter der Burg gegeben wurde. Der Graf, wir wurden von den Glanfatanern gewarnt, dass dieser Ort verflucht sei. Mit dieser Warnung ist außerdem eine Legende verbunden, die wir damals für unbedeutend hielten. Man sagt, dass die Ruinen von einem mächtigen Inquitaner namens Odnur gebaut wurden, der hier herrschte, bis sich das Volk gegen ihn erhob. Sie zerstörten seine Endless Paths und füllten viele der oberen Tunnel mit Erde und Steinen. Kein Lebender weiß, wie tief nach unten sich die Tunnel erstrecken. Und nur wenige, die dorthin gegangen sind, kehrten wieder. Es gibt viel Gerede über Reichtümer und Schätze. Allein die Aussicht auf inquitanische Reliquien hat viele Glücksritter angelockt. Und zwar in ihrem Tod, fürchte ich. Kleine Info am Rande für Leute, die das nicht wissen, weil sie da nicht so reingenördet sind wie ich. Dieser Dungeon unter der Burg, diese Endless Paths, war mit einer von den Belohnungen dafür, wie viel von dem Kickstarter-Goal erreicht worden ist. Und dadurch, dass die Leute halt wirklich, wirklich viel gespendet haben, hat das Ding am Ende 15 Stockwerke gekriegt. Und ja, ich finde das ziemlich cool, dass sie da so viel eingebaut haben, weil die Leute da so begeistert drauf gespendet haben. Ja, aber bin jetzt nicht ich die Lady von Cardnur? Bin ich jetzt hier nicht Chef? Die Burg würde keine andere Herrin akzeptieren. Die Endless Paths dagegen sind eine völlig andere Geschichte. Und glücklicherweise sind sie sehr eng miteinander verbunden. Wenn sie sich nicht um den Meister in der Tiefe kümmern, wird die Burg immer eine Gefahr aus ihrem Inneren drohen. Ich weiß, es ist ziemlich viel auf einmal. Wenn sie aber bleiben werden, wenn sie Herren dieses Ortes werden möchten, dann kann ich ihnen nur dazu raten, diesen Feind zu besiegen, bevor er sie vernichten kann. Ja, habe ich doch gesagt, mache ich. Das kriegen wir schon. Und wie kann ich denn jetzt den Wachturm reparieren? Merwold hat das Baumaterial für den Wachturm eingelagert und es steht ihnen immer noch zur Verfügung. Wenn sie in Zukunft weitere Reparaturen an der Burg durchführen möchten, müssen wir Material und Arbeitskräfte kaufen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal daran, den Turm zu reparieren und nach Defiance Bay zu gehen und nach dieser Königin zu suchen. Sie müssen wissen, dass diese Königin, nach der sie suchen, Defiance Bay hat keine Königin. Die Macqueens von Adia haben hier seit dem Krieg nicht mehr regiert. Die einzige Königin mit ernstzunehmender Macht dort ist Wodeka. Ja, das hat der Merwold ja auch schon gesagt. Angeblich hat man dort ihr zu Ehren einen exquisiten Tempel errichtet, aber ich konnte ihn mir selbst niemals ansehen. Wenn Sie dorthin gehen möchten, können wir gleich mit der Reparatur des Wachturms beginnen. Sie müssen mir nur sagen, was Sie vorhaben, dann werde ich die notwendigen Vorbereitungen treffen. Merwold hat tatsächlich ein Bestandsbuch geführt, das zu aktualisieren nicht mehr erlaubt habe. Sie könnten mir einen Blick hineinwerfen, wenn Sie wollen. Kleine Frage am Rande. Wenn er ein Buch geführt hat und du bist eine Statue, ein Ton, auf jeden Fall etwas, was ich nicht bewegen kann. Wie hast du dieses Buch aktualisiert? Das ist jetzt so eine kleine Logiklücke für mich. Ich vermute mal, da unten steigt eine Mega-Party, darum kommt da keiner wieder. Die wollen da halt nicht weg. Stimmt. Ja, Sid, beschwer dich. Armes kleines Kätzchen. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier Schönes reparieren können.
Dann werden wir sofort aufbrechen. Die Stimme der Burgvogtin ist voller Aufregung. Sie müssen wissen, meine Fürstin, dass das nur die erste und geringste von vielen großen Unternehmungen ist. Die Festung beinhaltet schon seit Jahren eine Vielzahl an Dienern und schönen Gebäuden. Wenn Sie es wünschen, so können wir einige der umliegenden Gebäude reparieren. Es wird Ihnen Reichtum und Anerkennung bringen und viele werden in Ihren Dienst eintreten wollen. Wenn wir die Verteidigung wieder aufbauen, wird Ihre Festung nicht mehr überfallen, wie sie es unter Meerwolds Führung gewesen ist. Sie müssen nicht sofort entscheiden. Ich verbleibe in Ihren Diensten und solange Sie die Herren hier sind, werden wir immer miteinander verbunden sein. Sie müssen nicht diesen Boden betreten, um mit mir zu sprechen. Wo Ihre Reise Sie auch hinführen mag, Sie können mir Ihren Willen nennen, wenn Sie eine Verbindung zu mir suchen. Praktisch. Oh, doch zunächst versteht sich der Wachturm. Genau. Und jetzt ist man hier in diesem schönen Festungsmanagement-Menü, wo man natürlich den Wachturm als erstes angeboten kriegt, weil sonst halt der Weg zum weiteren Reisen versperrt ist. Genau, und dann gibt es halt ganz viele Sachen, die erfordern halt erstmal, dass du zum Beispiel hier diesen Wachturm gebaut hast oder dass du die Hauptburg wieder restauriert hast. Genau, die Hauptburg geht auch nur mit dem Wachturm. Ich glaube, jetzt geht alles erstmal nur mit dem Wachturm. Aber wenn du den halt mal gemacht hast und wenn man dann halt noch die Hauptburg gemacht hat, dann fächert sich das Ganze so ein bisschen auf langsam. Und dann kann man halt auch so ein bisschen entscheiden, was brauche ich denn so als nächstes und ist dann ein bisschen freier in der Auswahl. Genau, und dann stehen halt da irgendwie die Preise dran, wie viel Kupfermünzen das kostet, was. Momentan sind das tatsächlich noch so halbwegs reale Werte, später ist es halt irgendwie pissig wenig. Und wenn du da mal durch bist mit den Preisen, dann ja, dann kannst du dir das Geld halt immer nur in die eigene Tasche stecken. Genau, und dann brauchen sie halt verschieden lange, um das zu bauen, je nachdem, wie anspruchsvoll das ist. Variiert jetzt eigentlich eh nur zwischen, ich glaube, 1 und 4 Tagen. Jo. Das kann ich noch erklären, genau. Wir haben da alle so Werte dran. Das mit dem Krönchen, das ist das Prestige und das mit dem Schloss ist die Sicherheit von der Burg und man versucht halt die Werte möglichst hoch zu kriegen. Wir haben hier schon die 2 Punkte, die als Verschiedenes tituliert sind, weil wir eben die Seele von der Meerwold jetzt freigelassen haben. Genau, und manche Sachen wie halt zum Beispiel die Hauptburg, die geben halt sowohl ziemlich viel von dem Prestige als auch von der Sicherheit. So ein Wachturm gibt natürlich mehr Sicherheit als Prestige. Ein schicker Burghof gibt dann natürlich mehr Prestige und keine Sicherheit. Ja, und so kann man dann halt gucken, was man, also welche Sachen, also welche Gebäude man brauchen kann vom Effekt her oder von Prestige und Sicherheitswerten. So. Genau, und hier unten hat man dann halt irgendwie dann irgendwelche Gebäude, die dann Rastboni geben, dass wenn du halt hier in deiner Burg dich ausruhst, dann kriegst du halt irgendwie Bonus auf irgendwelche Skills und Attribute und so. Da hat man dann halt irgendwann auch furchtbar viel Auswahl. Genau, und dann hat man hier ganz unten noch so ein paar Sachen, die bringen eigentlich nichts außer hübsch aussehen, deshalb spare ich mir die auch immer bis ganz zum Schluss, weil ja, es ist schön, wenn wir einen lustigen, schönen Springbrunnen irgendwo haben, aber wenn da nur einen Punkt Prestige bringt, dann kann ich mir den auch sparen bis, keine Ahnung wann. Warum gibt Prestige Unsicherheit? Ja, bestimmt. Ich will aber keinen Baum. Ja, und den Wachturm kriegt man zum Glück für Ume erstmal, weil der liebe Meerwold ja schon das Baumaterial aus dem Bauhaus geholt hat, hat es bereitgelegt und dann komplett vergessen, dass es da rumliegen hat. Aber das ist noch gut, bestimmt, da ist nichts dran passiert, das ist gar kein Problem. Deshalb fangen wir jetzt an, den Wachturm zu bauen. Warte, das war's schon? Der ist sofort repariert? Okay. Genau, und die einzigen Sachen, die wir jetzt, glaube ich, machen können, ist, das heißt hier in Deutsch Leuchthöhle, in Englisch heißt es Bright Hollow, weiß es nicht, es ist halt einfach dein Wohnhaus quasi, da wo deine Gefährten und du halt hauptsächlich wohnen und ihre Zimmerchen haben.
Genau, wenn man es aufgebaut hat, kann man dort dann rasten. Oder man kann die Hauptburg wieder aufbauen. Ich würde tatsächlich erstmal unser Wohnhaus bauen, bevor ich die Hauptburg wieder herstelle, weil Rasten ist sehr wichtig. Aber ich finde das toll, du sagst, ich will den Wachturm aufbauen und instant, schwupps, da steht er. Dann weiß ich wirklich nicht, was dem Meerwolf so viele Probleme bereitet hat. Okay, ja, also wir gehen erstmal mit der billigen Variante und stellen uns wieder das Häuschen auf, damit wir da rasten können. Genau, und solange wie das dann halt passiert, kannst du, glaube ich, auch nichts anderes starten. Ja, und das war's fürs erste mit Burgmanagement. Das ist dann da hier dieser. Genau, ich habe den Turm wieder hergestellt. Jetzt muss ich nach Defiance Bay gehen und Tempel von Wodeka finden. Und Kana möchte schon wieder mit mir quatschen, die alte Quallbacke. I confess, I was hoping our meeting with Meyerwald would go a little differently. But then, you have gained an entire keep. I don't think I've seen anyone inherit land that quickly since Kind the Younger read her father's will. Ja, stimmt, das ging recht problemlos. Anscheinend gehöre ich jetzt zum Landadel. Ich wünschte, ich hätte zu ihm durchdringen können. Und das war auch nicht so nutzlos. Ja, tatsächlich bin ich ja in den Deerwood gekommen, um eine neue Heimat zu finden. Da, siehst du? Das Schiff schwimmt noch. Letzten Endes könnte das eine gute Neuigkeit sein. Egal, was sonst noch passieren wird, du hast eine ganze Burg zu erkunden. Naja, ich habe sie ja gerade schon erkundet, da gibt es ja momentan nichts. Und falls Meerwold die Wahrheit gesagt hat, warten die Defiance Bay einige Antworten auf dich. Jupp. It will give you a base from which to go searching at least. And then there are secrets beneath the keep yet. With you at the helm, it should be easier to explore the endless paths. Ja, das sehen wir dann.